Wir spielen heute Capture the Flag in ganz Köln. Das hier ist unsere Flagge und auf der ganz anderen Seite von Köln sind Rick und Theresa. Theresa und ich sind Team Blau. Wir haben unsere Flagge hier versteckt. Wir fangen uns die Flagge der anderen. Auf geht's! Okay, ich würde sagen 3, 2, 1, go! Let's go, Rick, let's go! Okay, Leute, let's go, let's go, let's go! Wir haben Köln in zwei Hälften unterteilt und das Ziel ist es, die gegnerische Flagge zu erobern. Das Problem ist, jedes Team hat nur 5 Euro, um sich fortzubewegen. Okay, okay, Luis, wir müssen uns erstmal überlegen, wo wir die Flagge ganz kurz hinstellen. Also, wir wissen, wo deren Flagge ist. Die schicken uns ein Foto. Wir schicken denen ein Foto von unserer Flagge. So, Leute, es geht los. Also, wir haben den ganzen Spiel nur 5 Euro, Theresa und ich zusammen. Heißt, ich muss jetzt irgendwie zu dieser Supplybox kommen. Ich muss versuchen, möglichst wenig davon auszugeben. Eine U-Bahn-Karte kostet 2,20 Euro für eine Strecke. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme den Scooter und ich hoffe einfach, dass ich unter 2,20 Euro bleibe. Also, falls es irgendwie zu teuer wird, springe ich einfach früher ab und dann laufe ich den Rest. Sie muss Geld sparen, Leute. Okay, also Leute, unsere Flagge ist hier. Wir schicken ein Bild, schickt denen ein Foto und dann müssen wir loslaufen. Let's go, Luffy, wir müssen uns beeilen, wir müssen jetzt losgehen. Ich habe einen Plan. Wir müssen jetzt erstmal zur U-Bahn gehen. Wir müssen jetzt zum Friesenplatz gehen. Da ist nämlich eine Supplybox, Lucy, und die hole ich. Ganz kurz, wir müssen kurz einen Plan machen. Ich hole die Supplybox und du bist in unserer Zone, okay? Du wirst in unserer Zone bleiben. Sobald einer von denen in die Zone tritt, musst du den abfangen, okay? Okay, okay. Wir müssen uns jetzt Einzelticket. Wo ist Einzelticket? Aber dann lass mich einfach die Einzelticket und du musst Geld besorgen. Du musst Geld besorgen, Lucy. Wie? Ja, du musst einfach irgendjemanden fragen. Okay, Lucy, wir verabschieden uns jetzt. Let's go. Also Leute, bei der Supplybox gibt es verschiedenste Sachen zu bekommen. Ich glaube, da ist diverses Zeug drin, was uns irgendwie bei dem Spiel weiterhelfen kann. Deswegen muss ich da zuerst hin, um das zu bekommen, um einen Vorteil zu bekommen. Ich muss kurz den Roller entsperren und dann packe ich mir direkt hier meine Karte drauf. Okay Leute, das Ziel ist, Theresa bleibt jetzt erstmal in der Nähe von unserer Flagge, falls sie in unsere Zone kommen, aber sie ist auf der Suche nach Pfandflaschen. Heißt, dass wir ein paar Cent finden und dann können wir uns vielleicht besser fortbewegen. Ich bin so aufgeregt. Okay, komm, auf geht's. Okay, Alex fährt jetzt zu der Supplybox. Er ist gerade mit der Bahn weg. Und ich habe jetzt aber kein Geld mehr, weil er die Bahn genommen hat. Ich hätte aber noch 1,70 Euro, glaube ich, übrig, um mit so einem Roller zum Beispiel zu fahren, um Theresa oder Rick irgendwie abzufangen. Jetzt ist aber die Frage, soll ich das machen? Soll ich ein bisschen laufen? Soll ich irgendwie anders Geld schaffen? Ich habe so Angst. Okay, Rick hat gesagt, ich soll Pfandflaschen sammeln, aber ich habe eine bessere Idee. Ich schaue jetzt mal auf eBay, ob irgendjemand sein Fahrrad oder einen Roller verschenkt oder irgendwas anderes verschenkt und versuche es dann weiter zu verkaufen. Wir müssen viel größer denken. Währenddessen bleibe ich natürlich in der Nähe meiner Flagge. Nicht, dass Lucy irgendwas vorhat. You never know. Okay, Leute, noch 2 Stationen. Dann sollte ich da sein. Ich hoffe, ich bin der Erste, der da ist. Ich weiß es auch nicht. Ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Es kann natürlich sein, dass Rick schon vor mir da ist. Aus dem Weg! Boah, ich hoffe, ich kriege keine roten Ampeln, Leute. Da ist schon wieder rot. Komm, 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 komm. Nicht rot, nicht rot, nicht rot. Alter, die Zeit rennt. Leute, das wird doch teuer. Okay, go. Ich hoffe nur, dass kein anderer von denen zur Supplybox geht. Ich habe halt einfach eine Antwort bekommen. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Weg und holen ein Puzzle ab. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber ja, da habe ich zumindest schon mal was man weiter verkaufen könnte. Diese Roller, ich nehme mich die ganze Zeit so an. Ich überlege echt einzunehmen. Aber ich glaube, es ist besser, ihn aufzubewahren, wenn ich irgendwie richtig schnell irgendwo sein muss und sie irgendwo abfangen muss, bevor sie über unserer Flagge sind. Deswegen glaube ich, es jetzt erstmal in deren Richtung laufen. Die bessere Idee, aber ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt aussteigen. Okay, jetzt muss ich mich echt beeilen, jetzt muss ich laufen. Okay, 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 ich muss mich beeilen. Also Leute, ich werde jetzt zur Supplybox gehen. Die ist an der Grenze von unseren beiden Zonen. Das heißt, dort müssen wir noch keinen Standort schicken. Aber sobald ich seine Zone berühre, muss ich meinen Standort schicken. Das heißt, er und Theresa wissen, wo ich bin. Sobald man nämlich die Zone vom gegnerischen Team betritt, wissen sie genau, wo man ist und kann gefangen werden. Wer gefangen wird, muss zurück in seine Zone. Okay, Leute, ich muss mich echt beeilen. Ich muss einfach durchs Laufen irgendwie schneller sein als Rick. Ey, dieser Scooter ist extra langsam, habe ich das Gefühl. Okay, okay, ich schlängel mich mal hier durch. Aus dem Weg. Holy Sch**, der biegt jetzt ab, der biegt jetzt ab. Okay. Alles unter Kontrolle. Vollgas. Ey, ich wette mit euch, Alex kommt nicht auf die Idee, einen Roller zu nehmen. Und wenn Alex und Lucy gemeinsam irgendwo hinfahren, dann haben sie direkt 4,40 Euro verbraucht. Und ich hoffe, dass ich unter 2 Euro bleibe. Komm, komm, komm. Wieso habe ich hier nur mitgemacht? Grüne Welle, grüne Welle. Das ist es. Komm, zieh schneller, zieh schneller. Genau. Auf sowas habe ich gehofft. Cheatcode, Leute. Alter, es sind immer noch 9 Minuten. Bin jetzt da. Ach, hallo. Vielen lieben Dank. Super. Danke, danke. Schönen Tag noch. Tschüss.
Ich hab's. Oh mein Gott. Es ist sogar noch original verpackt. Hey, dieses Puzzle, was würdet ihr sagen, wie viel kriegt man dafür? Rick sagt, ich soll es nicht unter 5 Euro verkaufen. Ich weiß schon gar nicht, wer mir das überhaupt abkaufen soll. Ich werde jetzt versuchen, zur Linie zu laufen, wo quasi unsere Zone anfängt und deren aufhört. Denn wenn sie diese Linie übertreten, müssen sie mir ihren Standort schicken. Und da werde ich auf sie warten und sie dann fangen. Und dann nehme ich den Roller, weil dann muss ich schnell sein. Deswegen nehme ich jetzt den Roller nicht und warte einfach dann, wenn ich deren Standort habe. Und so lange muss ich jetzt hier laufen. Die Supplyboxen sind ganz wichtig, weil da kann Geld drin sein. Und das Geld brauchen wir zum Fortbewegen. Weil wenn ich dann bei seiner Flagge bin, habe ich halt kein Geld mehr. Wie weit sind wir noch entfernt? Come on, jetzt geht's hier bergab. Bisschen Gas geben. Nein, er bremst. Er bremst einfach ab, der Roller. Was ist denn das? Ich würde gerne wissen, was Theresa gerade macht. Die Arme, ey. Hey, gerade festgestellt, das ist nicht original verpackt. Jetzt muss ich auf jeden Fall schnell wieder zurück zur Flagge. Oh Mann, das habe ich mir bei diesem Puzzle nur gedacht. Ich bin viel zu schüchtern, irgendwen anzusprechen, ob er dieses Puzzle mir abkauft. Ich kann nicht mehr. Hey, wenn die jetzt inzwischen schon bei unserer Flagge sind, dann raste ich aus. Oh, wie konnte ich nur so reinscheißen? Der Roller wird langsamer. Ich glaube, er geht leer. Ich glaube, der Roller geht leer. Nein, nein, er geht hier wirklich leer. Der Roller geht leer. Leute, ich drücke Vollgas. Ich gebe Vollgas. Jetzt muss ich den Roller im Wald abstellen. Willst du mich verarschen eigentlich? Ich glaube, ich habe gerade zu viel Geld ausgegeben. Ich bin mit dem Roller nicht mal annähernd close gekommen. Der ist gerade leer gegangen. 2,77 Euro habe ich ausgegeben. Leute, wie konnte ich gerade 2,77 Euro zum Fenster rauswerfen? Ich bin gerade so einen Umweg gefahren, glaube ich. Ich glaube, ich muss irgendwie rennen. Ich muss irgendwas anderes machen. Ich laufe jetzt ein bisschen. Ich jogge. Da wird mir wenigstens auch ein bisschen warm. Komm, nicht aufgeben. Weiter geht's. Okay, Leute, ich kann langsam nicht mehr. Ich weiß nicht, was deren Strategie ist. Es kann natürlich sein, dass einer von denen direkt zur Flagge geht. Aber dann haben sie natürlich kein Geld mehr, um zurückzukommen. Und dann weiß ich ja, wo die sind, weil die sind in meinem Gebiet. Also ich glaube, dass auch einer von denen zur Supplybox geht, aber ich weiß es nicht. Seitdem wir Go gesagt haben, kam noch kein Standort. Und das ist jetzt schon mehr als 15 Minuten her. Das heißt, sie sind nicht mit der Bahn in unser Territorium gefahren. Das heißt, entweder sind sie zum Supply und bei sich geblieben oder eine Person läuft auch oder ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich glaube, da sind die Boxen. Da steht auch der Kameramann. Er könnte halt überall lauern. Okay. Da hinten kann man schon mal das 25 Hour sehen. Ey, ich muss jetzt mich echt ein bisschen schicken. Oh Gott, Alter. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, da vorne ist es Alex. Ich muss mich beeilen. Wenn er jetzt nirgendwo ist, dann hole ich mir einfach die Taschen. Scheiße, ich glaube, da ist er. Aber hier ist die neutrale Zone. Da läuft halt eine Supplybox. Er ist hier einfach nirgendwo. Ich bin einfach schneller als er. Scheiße. Ich bin einfach schneller als er. Ja! Oh mein Gott! Nein! Ich hab zwei Boxen! Noch eine Box! Steh weg! Meine Hose rutscht einfach so hart! Mein Kreuzband riss! Ich bin in seinem Gebiet, er kann mich hier fangen! Der läuft in meine Zone rein, kann ich ihn fangen! Aber ich bin schneller als er! Leute, ich kann nicht so schnell rennen, ich bin schon so viel gerannt! Boah, soll ich mir jetzt so einen Scooter schnappen, nur um ihn zu fangen? Schnell. Muss hier weg! Vielleicht ist es eine gute Idee! Ich kann nicht so schnell rennen! Oh mein Gott! Okay, ich schau gleich, was in den Supplyboxen drin ist. Ich hoffe, ich habe Geld geschnappt. Wenn da Geld drin ist, kann ich jetzt einfach mit der U-Bahn abhauen und kann zu seiner Flagge gehen. Okay, ich muss jetzt aber meinen Standort in die Gruppe schicken und die wissen jetzt jederzeit, wo ich bin. Und das macht die ganze Sache wesentlich schwieriger. Wo lang? Ich sehe da hinten noch laufen. Ich glaube, er denkt, ich verfolge ihn nicht mehr. Ich schau jetzt gleich, was drin ist. Ich gehe zur nächsten U-Bahn-Station und ich hoffe, da ist Geld drin oder irgendwas, womit ich mir Geld verdienen kann. Das auf jeden Fall ist gut. Wie geil wär's, wenn ich ihn jetzt fangen würde? Ich sehe ihn. Das ist quasi meine Zone. Oh, nein! Ich hab ihn! Nein, das ist weg. Er weiß genau, wo ich bin. Ich sag euch ja, es ist so viel schwieriger. Ich kann nicht so schnell rennen, Leute. Oh mein Gott, ich hab keine Zeit. Ich wusste, dass er noch da ist. Ich brauche jetzt einen Scooter, Leute. Und zwar dringend. Sein Ziel ist es geworden, mich zu fangen. Oh mein Gott, ich muss mich irgendwo verstecken. Wir können halt überall sein. Nein, da hinten läuft er. Leute, ich brauche einen Scooter. Ich glaube, ich hole mir kurz diesen Scooter. Ich weiß immer noch nicht, was da drin ist überhaupt. Übrigens, wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bei 20.000 Likes werden wir das Ganze in einer Stadt eurer Wahl machen. Let's go. Ich stecke mich jetzt hier und schau schnell, ob ich Geld habe. Noch einfach nur Geld. Wenn ich kein Geld habe, dann heule ich. Okay, was ist da drin? Oh mein Gott, da sind Haygums drin und ein Sparschwein. Oh mein Gott, damit kann ich Geld sammeln. Aber ich kann halt die Flagge holen, wenn ich kann. Was ist da drin? Da ist ein Tennisball drin. Da ist kein Geld drin. Ich muss mir was anderes überlegen. Oh Gott, ich muss den fangen. Okay, Leute, ich verschwende jetzt so viel Geld, aber es muss sein. Auf geht's. Scheiße, es ist einfach rot. Ich verschwende einfach nur Geld, um ihn jetzt zu fangen, oder was? In der Zwischenzeit einmal kurz gucken, was die Supplybox sagt. Yo! Okay, Leute, wir sind safe. Da sind einfach 10 Euro drin. Ich weiß nicht, was da noch drin ist, aber 10 Euro ist safe. Das ist schon mal geil.
Rick weiß halt die ganze Zeit, wo ich bin. Ist halt enddumm, wenn ich in seiner Zone versuche, Geld zu verdienen. Aber es führt keinen Weg drumherum. Ich muss jetzt versuchen, die Heygums zu verkaufen. Okay, wie viel Geld brauche ich? Ich brauche 3,20 Euro. Da muss nur jemanden finden, der es auch wirklich kaufen will. Ich glaube, er zeigt immer noch den Standort, oder? Es zeigt einfach die ganze Zeit rot, Digga. Das kann doch jetzt nicht sein. Komm. Gleich Standort ansehen. Er ist da vorne. Ich sehe, wie er läuft. Gefangenen ab. Wie geil ist es, dass wir ihn jetzt orten können? Ich glaube, hier an einem Platz. Oh mein Gott, da hinten ist Rick. Leute, oh mein Gott, ich habe hier keine Ruhe. Ich muss mir irgendwas überlegen. Ich muss Lucy fragen, ob sie Geld gesammelt hat. Ich frage mal Lucy, ob sie Geld gesammelt hat. Oh mein Gott! Nein! 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 Scheiße! Leute, Scheiße! Ich brauche Geld! Nein! Nein! Leute, Ich bin richtig. Wie hast du so viel Geld? Dass du fahren kannst? Nein! Ah, ab in deine Zone, nein, mein Freund! Nein! Alter, das kann nicht sein! Na, was? Er hat einfach das Geld bekommen. Okay, Leute, ich muss zurück in meine Zone. Jetzt müssen wir Theresa anrufen und ihr Bescheid geben. Unser Plan ist dann doch aufgegangen, Leute. Wie geil. Fahrt beenden. Und wie viel habe ich verbraucht? Come on. 1,99 Euro. 1,91 Euro, Leute. Kurz ein bisschen chillen. Das war so gut. Junge, Alex muss einfach bis zu seiner Base zurückgehen. Theresa, ich habe Alex gefangen und ich habe die 10 Euro aus der Box. Was? Ja. Wozu habe ich dieses Puzzle geholt? Was sagst du? Und ich habe dieses Puzzle geholt. Ja, auf Nummer sicher gehen. Sehr gut. Theresa, was ist der Plan? Ich werde jetzt, glaube ich, vielleicht sogar mit dem Scooter mal gucken. Ich guck mal, wie weit es ist. Versuchen, in den ihre Zone zu kommen und die Flagge zu klauen, okay? Hast du Alex in unserer Zone erwischt? Ja, ich habe ihn in unserer Zone erwischt. Okay, weil ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg und bin relativ nah an unserer Flagge. Okay, dann pass auf, weil es kann sein, dass Lucy kommt. Ja, mach ich. Ich bin hier in der Nähe von unserer Flagge und pass auf, aber ich krieg dieses Puzzle nicht los. Hey, ich nehme jetzt wieder den Scooter, gell? Viel Erfolg. Danke. Okay, also die Flagge ist immer noch da und ich habe auch immer noch das Puzzle, weil ich mich traue, dieses Scheiß-Puzzle irgendwem anzudrehen. Rick ist gerade auf dem Weg und versucht, die Flagge vom gegnerischen Team zu holen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob es nicht Sinn macht, dass ich ihn mit dem Auto abhole. Also ich meine, Schernau miete, weil er hat einfach 10 Euro. Es war einfach Geld in der Tasche. In der Tasche war kein Geld. Oh mein Gott. Ich muss jetzt erstmal schauen, wo meine Zone ist. Ich muss wieder in meine Zone gehen. Ich muss Lucy informieren, dass er jetzt unsere Flagge holen wird. Ich rufe jetzt Lucy an. Hallo? Lucy, er hat mich geschnappt. Ich habe kein Geld. Ich habe genau die falsche Tasche genommen. Wir haben jetzt viel Geld. Die werden auf dem Weg sein, die Flagge holen. Ich muss jetzt 10 Minuten warten und ich muss in der Zeit, kann ich vielleicht Geld sammeln. Du musst aufpassen auf die Flagge. Alex hat einfach das Falsche genommen und hat jetzt einfach kein Geld, hat nur irgendwas, was er verkaufen kann. Das heißt, ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Oh Gott, Rick hat einen Live-Standort geschickt. Scheiße, ich muss schnell schauen. Boah, Leute, wenn das jetzt so alles funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, Digga, dann sind wir einfach King. Ab wo müssen wir den Standort teilen? Ich teile mal den Standort fairerweise ab jetzt schon. Okay. Okay, Leute, ich sehe Rick. Ich sehe, dass er weiter vorne ist, aber in der Straße, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich muss aufpassen, dass er mich nicht sieht. Aber er ist wahrscheinlich mit dem Roller oder so unterwegs. Das heißt, soll ich mir jetzt auch einen Roller schnell holen? Soll ich mir auch ein Bike schnell holen, damit ich ihn dann hinterherfahren kann? Womöglich? Oder soll ich mich einfach verstecken und ihn ertappen? Ah, ich habe Angst. Leute, ich kann nicht mehr. Ich muss mich jetzt beeilen, erstmal in meine Zone zu gehen. 10 Minuten gehen rum. Die Frage ist, wo ist Theresa? Vielleicht ist Theresa schon zu unserer Flagge gefahren. Das wäre kacke. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Verkauft er irgendwas? Und wenn ich was verkauft habe, dann kann ich zur Flagge gehen. Noch 9 Minuten, komm. Darf nicht so viel Geld verbrauchen. Wobei wir jetzt eigentlich schon fast unlimited money haben. Wenn nur einer von uns ausgibt, Digga, da kann ich mir schon fast Tageskarte holen. Warte, ich zeig's euch, okay? Also, ich habe echt gute Ware zum Kaufen. Ich brauche nämlich Geld, weil sonst komme ich hier nicht mehr weg. Okay, hier Kaugummis, Heygums. 1, 2 und hier war doch... Ah, hier dritte. Okay, was bietet ihr mir für diese 3 Heygums? Sagen wir mal 4 Euro. Oh, danke, ihr helft mir echt richtig viel. Perfekt, Leute, wir haben welche gefunden. Sehr cool. Perfekt, okay, hier die Kaugummis. Danke, das war schon genug, das war wirklich genug. Ah, ihr habt noch was? Wow, danke, das hilft mir richtig viel. Okay, Leute, wir haben genug Geld. Wie viel haben wir? 2, 3, 4 Euro, okay, let's go. Sehr geil, wir haben Geld, Leute. Wir haben es verkauft bekommen. Jetzt muss ich nur noch zurück in meine Zone und dann kann es abgehen. Oh, Rick, nein.
Rick ist in unserer Zone. Oh shit, okay, okay. Oh mein Gott, ich hab das so verkackt. Ich check's überhaupt nicht, wie Rick an mir vorbei zischen konnte. Ich verstehe nicht, wo er war. So verkackt. So Leute, hier Team Rick ist am Start. Wir werden das Ding uns holen. Wenn ich jetzt nicht noch weiter Umwege fahre, Alter. Warum bin ich so schlecht mit der Navigation heute? Aber ich habe mit Absicht so diese Haken geschlagen, dass mich keiner finden kann. Aber wir haben leider auch nicht unlimited money, Alter. Wenn ich jetzt hier zu viel ausgebe, dann sind wir trotzdem am Arsch. Grüne Welle, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Ich bin gespannt, ob denen ihre Pausezeit, also Alex seine Pausezeit schon vorbei ist. Oder ob der immer noch an der scheiß Flagge chillen muss. Weil dann werden wir uns so oder so treffen. Okay Leute, das Bike hat nicht funktioniert. Es hat mich jetzt einfach locker 5 Minuten gekostet. Die 10 Minuten sind jetzt schon rum. Ich muss einmal ganz kurz zur Grenze laufen. Die ist eh bei der U-Bahn-Station, dann kann ich weiterfahren. Ich habe jetzt nämlich genug Geld. Lucy hat mir gerade eben gesagt, Rick ist jetzt schon in unserer Zone und er will sich die Flagge holen. Das heißt, ich muss jetzt laufen. Okay, Rick ist irgendwie ein bisschen komisch gefahren. Er fährt jetzt gerade wieder rüber, aber ich glaube, er ist kurz vor der Flagge. Ich muss mich so beeilen, wir sind nur rote Ampel. Schaut mal, ich habe so viel Pech. Wo ist denn das? Da ist die Mauer, da ist schon mal die Mauer. Komm, die holen wir uns, die holen wir uns. Seht ihr, ist sie vor mir, ist sie hinter mir? Ist sie vor mir? Ich hab sie, ich hab die Flagge, ich hab die Flagge. Ich hab die Flagge, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung, wo Lucy verschwindet. Schaut euch. Schnell weg hier. Erstmal weg. Und dann schnapp ich mir ein Auto, Wir müssen jetzt gleich mal gucken, wie viel der Roller bisher gekostet hat. Oh mein Gott, ich hab die Flagge. Oh mein Gott, ich hab so gut wie gewonnen, Leute. Die können mich doch niemals mehr holen jetzt. Einfach nur weg hier. Okay, Leute, Rick ist wieder auf dem Rückweg. Ich hab's nicht gesehen, aber ich glaube, er hat so uns von unserer Flagge. Das ist so scheiße. Ich schau jetzt, dass ich immer wieder hinterher fahre. Aber ich hab's so verkackt. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder an der Grenze der Zone. Heißt, ich bin free. Somit kann ich jetzt in die U-Bahn gehen. Ich muss jetzt zur 12 gehen. Ich muss mich beeilen. Könnte sein, dass in der Zeit jetzt schon Rick die Flagge hat. Okay, wir gehen da jetzt rein. Und dann geht's los, Leute. Dann geht's los. Ich hol mir seine Flagge. Ich hol mir Team Blaus Flagge jetzt. Junge. Ich hab sie tatsächlich gefunden, Alter. Das ist ja geistkrank. Wenn ich jetzt hier ein Share-Auto finde, dann springe ich da rein. Holy guacamole. Alex ist in unserem Gebiet. Es zeigt die ganze Zeit an, dass er immer an den ganzen Vierteln ist. Deswegen glaube ich, er ist in der Bahn. Ich habe gesehen, er ist Ursulaplatz. Das ist so eine Viertelstunde mit der Bahn hierher. Wenn er jetzt noch näher kommt, dann schaue ich mal, dass ich runter in die Bahn gehe und ihn genau mit seiner abfange. So Leute, ich starte schon eine Station früher aus, weil ich habe ein bisschen Angst, dass Theresa einfach bei der anderen Station campt und wartet, bis ich da bin. Also deswegen bin ich jetzt schon rausgegangen. Ich weiß, es dauert zwar länger, als wenn ich jetzt eine Station gefahren wäre, aber Leute, ich gehe kein Risiko jetzt ein, weil wenn ich jetzt gefangen werde, dann ist halt aus die Maus. Okay, ich schaue jetzt mal. Okay. Einfach nur geradeaus, dann sind wir da. Ich bleib hier kurz stehen. Außer, ist hier irgendjemand um mich herum? Lucy oder so? Nee, bisher sieht's gut aus. Okay, wir schauen schnell, wie viel wir verpasst haben. Theresa hat auch gerade angerufen. Vielleicht hat sie Alex gefangen. Das wäre so toll, Digga. Wir haben 4,49 € verprasst. Okay, Leute, ich muss einmal ganz kurz gucken, wo irgendwie ein Share-Auto steht. Ja. Tatsächlich. Ey, warte mal, hier? Da. Okay, Leute, da ist ein Auto. Komm schon, wegen so einer blöden Ampel, Alter, verliere ich so viel Zeit. Okay, ich habe Alex schon dort. Der müsste jetzt hier an der Straße gleich entlang kommen. Ich muss jetzt laufen und dann weiterlaufen. Auch wenn Theresa da ist. Ich glaube, er ist auch mit dem Scooter unterwegs, aber ich habe auch keine Ahnung. Lucy, du musst Geld sammeln, sonst habe ich keinen Weg mehr zurück, wenn du jetzt kein Geld sammelst. Egal, ob ich die Flagge habe oder nicht. Ich glaube, ich sehe die Flagge. Da ist er. Ja, ich wusste es. Da ist die Flagge. Oh mein Gott, sie campt bei der Flagge einfach. Ey, nicht campen. Ich habe nicht gecampt, Digga. Ich habe dich verfolgt. Du hast gecampt. Hab ich gemacht. Wieso bin ich so langsam? Hi. Ja. Ich hab die Flagge. Let's go. Oh mein Gott, ich hab die Flagge. Jetzt muss ich hoffen, dass Lucy Geld gesammelt hat. Boah, ich hab so richtig Verfolgungswahn. Kann halt jederzeit sein, dass Lucy hier kommt. Oh Gott, wo ist der? Willst du mich verarschen? Ich muss noch komplett einen Führerschein und so hochladen? Ganz sicher nicht, Leute. Das dauert mir viel zu viel Zeit. Okay, was machen wir jetzt? Eigentlich muss ich in Bewegung bleiben, Leute. Warte, wie heißt das jetzt? Händelstraße 37. Ah! Ich wusste es doch! Holy shit! Ich hab viel zu lange gechillt. Nein. So wird das nicht. Ich hab die Flagge verspielt, Leute. So schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Nein. Ich kann nicht mehr rennen. Das kann doch nicht sein. Ich renn zur Polizei. Vielleicht hilft sie mir. Das gleiche Spiel hatte ich vorhin mit Alex auch schon. Meine Kraft verlässt sich. Warum ruft denn jetzt Theresa an? Meine Hose rutscht. Ich muss auf den Spielplatz. Nein! Warum geht der denn jetzt nicht? Das ist doch ein Witz. Ey, Leute. Was denn? Aber ich muss weglaufen. Ich kann mich doch nicht geschlagen geben. Okay,
Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Nein! Lucy, kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Oh, Mann! Mann! Aber ganz ehrlich, wie geil war die Taktik, dass ich eine Station früher ausgestiegen bin? Dann müsst ihr jetzt hier gleich kommen. Sonst hätte mich Theresa direkt abgefangen. Ich mach das gleich jetzt nochmal. Ich gehe jetzt eine Station. Oh mein Gott, da ist Theresa! Theresa, du fängst mich nie! Gut, dass ich schneller bin. Das heißt, Rick muss jetzt Geld sammeln, weil Theresa mich verfolgt. Bleib stehen! Ich bleib nicht stehen! Da ist irgendwie auf jeden Fall ein Vorteil. Lass die Ausdauer angehen. Ich muss weg. Weg. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, das war echt unangenehm. Boah, ich hätte einfach mit dem Scooter weiterfahren können, hätte ich es easy geschafft. Ja, ja, ich habe gewechselt die ganze Zeit. Ich hab dich gerade nicht gesehen. Hatte. Theresa! Ja, wurde gekürzt! Maul, Digga. Ja. Alex hat mir die Flagge vor der Nase geklaut. Nein. Ich bin ihm hinterher gerannt und ich habe ihn nicht erwischt. Ja, dann verfolg ihn, oder? Habe ich versucht, Digga, aber der ist endschnell. Keine Ahnung, was er genommen hat. Ja, dann nehmen wir einen Roller oder so. Junge, ich muss jetzt gerade erstmal atmen, Alter. Mir ist die Luft weggeblieben. Ich habe zwar kein Geld mehr, aber die Flagge. Und Alex hat auch die Flagge, habe ich gerade von Theresa gehört. Das heißt, es sieht gut aus für Team Brot. Leute, wir haben noch eine echte Chance. Ich habe gerade Rick angerufen. Er hat mir gerade gesagt, Lucy hat einfach die Flagge geklaut. Sie hat das ernsthaft geschafft. Lucy, du bist wirklich ein Schatz. Wenn du das siehst, Lucy, du bist einfach crazy, eine Maschine. Einfach gegen Rick gewonnen. Wisst ihr, ich glaube, Alex hat keine Kohle mehr. Sonst wäre er schon längst über alle Berge. Und das ist mein Vorteil. Ich hole mir jetzt diesen Roller hier. Ich habe zwar dieses Puzzle hart geschenkt, aber ich kann es nicht mitnehmen, sonst kann ich nicht fahren. Okay, Leute, ich brauche eigentlich nur 2 Euro. Irgendjemand muss mir 2 Euro geben. Und dann kann ich fahren. Hey Jungs, kurze Frage. Oder bist du YouTuber? Hey, habt ihr 2 Euro für mich? Oder ich schwöre sogar bei Gott, ich schütze dir. Nein, Alter, kann nicht sein. Haben Sie vielleicht 2 Euro für mich? Sorry, haben Sie vielleicht 2 Euro für mich? Sie würden mir so viel helfen. Leute, ich frage mich denn. Sorry, habt ihr vielleicht 2 Euro für mich? Hat jemand von euch vielleicht von Ihnen 2 Euro? Hast du vielleicht 2 Euro? Ah, Ehre, danke, danke, danke. Das wäre so toll. Oh, Ehre, Mann. Danke, 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 danke. Somit habe ich mir die Fahrt auf jeden Fall verdient. Okay. Okay, ich bin jetzt die ganze Zeit mit dem Scooter unterwegs gewesen und ich habe ihn nicht bekommen. Das ist eine Geldverschwendung. Ich habe 2 Euro fast ausgegeben. Ich habe jetzt vielleicht noch 3 übrig oder so. Rick hat gesagt, er fährt jetzt mit dem Scooter los und schaut, ob er sie noch einholen kann. Aber sieht echt schlecht aus für uns. Alex, du hast es safe in die Helikopter genommen. Ich weiß nicht, welcher Helikopter unter 5 Euro kostet. Und ich wurde einfach von Zuschauern abgelenkt. Und deswegen hat er mir die Fahne vor der Nase weggeschnappt. Und wie schnell bist du bitte? Ich kann nicht mehr. Rick, du bist unsere letzte Chance. Enttäusch uns nicht. Also ich glaube, dieses Spiel können wir schon nicht mehr gewinnen, so wie es läuft. Okay, wo lang geht's? Ich fahre jetzt gerade hier umsonst. Ich muss mich einfach nur zum Hauptbahnhof in die neutrale Zone, um da zu warten. So Leute, ich wechsle jetzt hier ganz schnell auf die U-Bahn. Alles verloren. Geht ihr zum Hauptbahnhof? Ah, okay. Kurz noch rein. Entschuldigung. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder am originalen Ort. Jetzt haut alles hin, Alex kommt zu mir und dann haben wir einfach 2 Flaggen. Ich muss jetzt schon raus. Ich dachte, ich kann einfach durchfahren, aber anscheinend muss ich umsteigen. Aber ich glaube, ich gehe den Rest jetzt einfach zu Fuß. Ich bin eigentlich bald da, aber Rick kann mich halt überall noch fangen. Rick und Alex sind jetzt beide auf dem Weg hierher. Alex meinte, ich soll Rick aufhalten, aber wenn ich die Flagge jetzt hier alleine lasse, nein, das mache ich nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann Rick nicht aufhalten und die Flagge hier lassen. Okay, kurzer Stand der Dinge. Ich muss jetzt gerade hinlaufen. Ich vertraue der Bahn nicht mehr. Ich sag's euch, die Bahn ist gerade 5 Minuten stehen geblieben. Das kostet sehr viel Zeit. Deswegen muss ich jetzt einfach zu Fuß gehen. Weil wenn es nochmal passiert, dann hat mich Rick einfach gefangen und darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich habe jetzt die Flagge. Das heißt, ich muss die Chance auf jeden Fall nutzen. Oh mein Gott, gefühlt sind die auch gleich schnell. Ich habe das Gefühl, dass Rick und Alex gerade richtig, richtig schnell sind beide auf dem Weg hierher. Ich habe Angst. Nachdem Rick unser ganzes Geld jetzt benutzen muss, um irgendwie das noch zu schaffen, den einzuholen, kann ich ja jetzt gerade eh nichts anderes machen. Also suche ich mir jetzt mal einen Kaffee und gehe mal erstmal schön auf Toilette, weil ich muss echt trickpick. Oh mein Gott, Alex und Rick sind gleich lange weg. Ich werde jetzt die Flagge einfach wieder hier hinten rein tun. Ich hoffe, niemand sieht mich. Und werde mich verstecken, dass ich Rick quasi fangen kann. Übrigens, wenn man die Flagge in der Hand hat, sieht jeder, wo ich auf der Map bin. Also ich kann nicht mehr. Das heißt, selbst wenn ich in meiner Zone bin, bin ich nicht safe. Rick kann mich immer noch abfangen. Leute, es kann immer noch knapp werden. Und wenn er mich abgefangen hat, dann bin ich am Arsch. Rick ist eindeutig schneller. Ich weiß nicht, wo er ist, aber er ist so nah. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst vor unserer Flagge unter mir. Leute, ich bin noch nie so viel gerannt in den Videos wie in diesem Video. Wenn ihr nicht ein Like da lasst, dann weiß ich auch nicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall die 20.000 Likes knacken. Let's go. Rick! Rick! Das Rick!
Ich hab den gleich! Ich darf nicht so weit weg von der Flagge. Ich hab Angst. Lucy hat mir gerade geschrieben, sein Handy ist leer. Und er ist bei uns, bei dem Platz. Oh mein Gott, wie soll ich das jetzt machen? Ich stehe hier Wache. Stell dir vor, Theresa kommt jetzt von hinten. Du machst mir Angst. Alex, wo bist du? Er kann sein, dass er jetzt hier ums Eck wartet. Deswegen gehe ich jetzt mal hier am Straßenrand entlang. Da ist es. Da ist meine Flagge, Leute. Jetzt geht's um alles oder nichts. Weg ist da! Nein! Ich hab dich! Oh mein Gott! Das war's mit meinem YouTube-Video. Checkt auf jeden Fall noch mein letztes ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.